Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Mechabellum auf dem Weg zur Top 1000. Ich habe ein sehr, sehr spannendes Spiel gerade gespielt, habe es nicht aufgenommen leider, aber wir schauen uns das Replay jetzt an. Wir können sehr viel daraus lernen, es war sehr interessant. Der Start war ein bisschen komisch, weil mir hier irgendwie alles nicht so gefallen hat. Ja, Stormcaller sind eigentlich stark, aber ich wollte jetzt nicht so schon wieder Stormcaller spielen. Und mit Movement Speed 3, das hat irgendwie nicht so zusammengepasst mit ja, Stormcallern und Fangs, was ja eher langsame Einheiten sind. Dann habe ich mich hier für die komische Mustang, damit will ich eigentlich überhaupt nicht starten, Marksman-Kombination entschieden. Dann haben wir auch noch Marksman Specialist. Das heißt, wir bekommen ja nächste Runde in Stufe 3 Marksman kostenlos, aber doppelt sich ja irgendwie hier mit den drei Marksmen. Das heißt, wir haben es jetzt schon freigeschalten. Also die Freischaltung bringt uns jetzt keinen zusätzlichen Vorteil. Er bekommt nächste Runde einen Sabertooth, also den größeren Panzer. Startet mit einer also er hat eigentlich den Start, den ich mir gewünscht hätte. Hier drei Arclights, zwei Sledgehammer, zwei Crawler. Und ja, ich habe ewig rumgemacht mit der Aufstellung, weil ich mir sehr unsicher war. Habe dann noch zwei Crawler dazu geholt. Und ich war eigentlich ganz zufrieden, wie es abgelaufen ist, weil mir war klar, dass ich die Runde nicht gewinnen kann. Und jetzt wollte ich den Schaden so gering wie möglich halten. Und hier hat mir einfach der Chaff Clear gefehlt. Und ja, die ersten ein, zwei Runden waren in der Hinsicht einfach verschenkt, kann ich sagen. Und ich habe einfach die Hoffnung gesetzt, dass beim Unit Drop ein guter Chaff Clear kommt. Im Optimalfall der Vulcan. Ich habe irgendwie keinen Sound. Ah, doch, ich habe Sound, der ist nur leise. Ah. Ha. Okay. Es passiert mal wieder nichts. Also, er hat jetzt den Sabertooth mit dem Nano Repair Kit ausgerüstet. Ich habe auch das Nano Repair Kit ausgewählt, aber ich habe noch nichts, was dafür in Frage kommt. Ich habe auch ein paar Sledgehammer geholt. Stufe 3 Marksman habe ich jetzt hier relativ mittig aufgestellt. Weil ich dachte, ja, der soll den Sabertooth gut treffen können. War jetzt natürlich schade, dass der hier drüben steht. Aber auch da haben wir zwei Scharfschützen. Er hat halt sehr viel Chaff, ne? Und ich wenig Chaff Clear. Sledgehammer ist vielleicht ein halber Chaff Clear und Mustang vielleicht ein Drittel. Und auf der linken Seite kommt er durch. Na, da können wir nicht viel machen. Okay, da kam dann der Unit Drop und der war für mich natürlich perfekt. Genau wie ich es mir gehofft hatte, ein Vulcan. Habe ich mir direkt auch geholt. Ist ja auch so eine klassische Kombination, Vulcan und Marksman. Ich habe dann auch dem Vulcan hier den Nano Repair Bot in die Hand gedrückt. Na, weil 4,5% vom Max HP sind natürlich bei 36.000 ziemlich viel. Er kann jetzt halt den schon upgraden und hat hier sehr viel Level-Vorteil, was immer sehr stark ist. Holt jetzt hier auch noch einen Fortress. Steigt überall auf. Ah, das war nicht so schlau, die Crawler aufzuleveln.
Die rennen einfach hier in den Vulkan rein und dann leveln die den nur hoch. Habe ich aber auch bis vor kurzem noch gemacht. Habe ich jetzt auch neu gelernt. Crawler leveln meistens nicht so gut. Oder auch diese hochleveligen Crawler-Drops. Stufe 5 Crawler oder was auch immer. Sind halt trotzdem für die meisten Dinger One-Shots und leveln dann aber deutlich mehr, geben deutlich mehr Erfahrung. Die Gefahr, dass man dann den Gegner die Level auf dem Silbertablett präsentiert, ist da anscheinend relativ hoch. So, mit den Vulcans klappt es jetzt schon deutlich besser. Leider kommen da trotzdem hier auf der linken Seite ans Headquarter. Ziemlich fies. Hier nur die paar Crawler haben sich vorbeigemogelt und naja. Und man merkt schon auf Stufe 2 der Sabertooth mit der Heilung, der macht einem echt zu schaffen. Obwohl ich hier so viele gute Sniper habe. Wir holen beide den Amplifying Core. Der Unit Drop war gerade schon, deshalb hebe ich mir den jetzt, glaube ich, nicht auf. Und habe mir hier noch einen Sniper geholt. Und ich habe bei den Vulcans noch Best Partner aktiviert. Das heißt, jeder Vulcan spawnt nochmal einen Scharfschützen. Ah, ich habe mir den Amplifying Kreuz, glaube ich, doch aufgehoben. Ah, ne, genau. Ich habe es hier dem gegeben. In der Hoffnung, dass der hier den Sabertooth gut wegholen kann. Ne? Er hat hier. Ja, gut, es wäre vielleicht auf einer anderen Einheit besser gewesen, auf dem Vulcan oder irgendwas. Weil es ja auch die Verteidigung bufft und das bringt bei Marksman eigentlich nichts, aber naja. Hier hat er jetzt noch einen Sabertooth. Der hat bei ihm den Amplifying Core und er hat noch viel Maintenance für beide geholt, also auch wieder Heilung über Zeit. Meistens bin ich eher ein Fan von offensiven Items. Ja, aber wenn man halt einen Tank hat oder so eine starke, krasse Einheit, die einfach nicht down geht und die ganze Zeit Schaden tankt, kann es natürlich auch sehr effektiv sein. Ich hätte mir natürlich auch früher oder später mal ein, zwei Melting Points holen können. Da bringt die Heilung gar nichts. So, wir holen auch beide die gleichen Items. Beide haben Portable Shield. Er haut hier auf die Festung, ich auf den Vulcan. Will hier alles tanken. Der Kleinkram, die Crawler müssen natürlich vor die Vulcans, damit die eben die Schüsse von den Sabertooth abfangen. Aber er hat auch einen sehr starken Shaft hier mit den ganzen Stufe 2 Arclights mit Reichweite. Deshalb geht unser Kleinkram auch schnell drauf. Hätte man vielleicht noch ein paar Fangs dazu stellen können oder so. Ich habe dann auch noch Stormcaller dazu geholt und den die EMS gegeben, die elektromagnetische Störung, damit die eben die Fähigkeiten von den Panzern deaktivieren. Und die haben halt auch deutlich mehr Reichweite. Hier habe ich mich dann für die Overlords entschieden. Einfach, weil die so ziemlich alles kontern, was er hier hat. Außer vielleicht den Fortress, wenn er hier die Anti-Air holt. Genau, er holt noch die Range für die Panzer. Hat sich auch die zwei Overlords geholt. So, hier haben wir jetzt schon Stufe 4. Marksman ist natürlich auch stark. Mustangs sind natürlich immer besser, wenn die wirklich mal ein bisschen geupgradet sind. Aber irgendwie waren die ja hier von Anfang an dabei. Und ich habe jetzt nichts, wo ich wirklich die Mustangs brauche, würde ich sagen, bis jetzt. Ist natürlich ganz gut, dass er hier hinten nicht irgendwas aufstellt auf den Flanken, weil es wird dann während des Teleportiert weggemacht. Und für die Vulcans habe ich mittlerweile auch die Incendiary Bomb. Macht einfach ja, wie soll ich sagen, eine Artillerie von Feuerbomben. Alle 16 Sekunden.
So, jetzt haben wir sein Headquarter zerstört. Die Overlords sind tatsächlich eine ganz gute Ergänzung zu meinem Aufbau. Na, mit jedem Vulcan, den wir aufstellen, kriegen wir auch einen zusätzlichen Scharfschützen auf dem gleichen Level. Und es sind natürlich auch alle Upgrades für die Scharfschützen nochmal nützlicher. Okay. Also ihr seht schon, wie knapp das die ganze Zeit ist. Eine Runde verlieren und dann ist es vorbei. Enhancement-Modul haben wir uns beide geholt. Das hat den folgenden Effekt, dass ihr Angriff und Verteidigung um 20% erhöht und die Upgrades kosten euch nichts mehr. Also wenn ich hier Level Up mache, ist es umsonst. Ich level die ganzen Scharfschützen hoch, hole mir die Reichweite auf den Overlords, damit die weiter hinten bleiben, nicht so von seinen Scharfschützen ins Visier genommen werden können. Und ja, hab noch hier Bangs aufgestellt in der Zwischenzeit. Ich glaube, das war schon letzte Runde. Einfach um mehr ja, die Sabertooth-Schüsse zu tanken von dem High-Level Panzer. Ah, ich finde, das sieht einfach sehr cool aus, wenn hier so ein Haufen Scharfschützen in einer Reihe stehen. Und wir haben auch jetzt schon ein paar gut gelevelte dabei. Dadurch, dass auch zwei Vulcans aufgelevelt sind. Ja, die Runde wird jetzt schon knapper. Er hat Mutterschiff geholt und hat auch dieses Enhancement-Modul auf dem Overlord. Da war das Upgrade nicht... Ah, er hat es noch nicht gehabt, okay. Ja. Da haben wir sehr gut Schaden gemacht, obwohl es zwischendrin schon ausgeglichen gewirkt hat. Ich habe jetzt halt gut Kleinkram am Start. Hab mich hier tatsächlich für dieses intensive Training entschieden, auch wenn Orbital sehr gut ist. Aber intensives Training in Kombination mit dem kostenlosen Upgrade ist natürlich super. Ich habe aber jetzt gerade in dieser Sekunde festgestellt, dass ich nach dem ersten Mal Nutzen komplett vergessen habe, das hier wieder einzusetzen. Aber kann auch sein, dass es gar nicht mehr zum Tragen kam, weil viel Leben sind bei beiden nicht mehr da. Er hat jetzt die Schilde geholt aus Angst vor meinem Orbital. Ich hätte eigentlich, als ich den Strike im Ding gesehen habe, zur Auswahl hätte ich auch mich entscheiden sollen, ein paar Schilde zu setzen. Aber ganz so schlimm war es, glaube ich, nicht. Jetzt vom Einschlag, die meisten Viecher gehen hier von ein, zwei Raketen halt nicht kaputt. Na gut. Die Sniper und der Kleinkram, die hat es dann halt schon ordentlich erwischt. So, hier außen haben wir auch nochmal ein paar Stormcaller dazu geholt. Und ich habe mich auch fürs Mutterschiff entschieden, weil er Scharfschützen hat. Und außerdem sind die Wespen tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Luftabwehr gegen zum Beispiel feindliche Wespen. Er zerstört jetzt hier unser Headquarter. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es zwischendurch auch schon mal geupgradet, dass es mehr aushält und dass der Debuff dann auch kürzer ist, wenn es zerstört wird. Da hatte ich schon Angst, dass wir die Runde verlieren, als es kaputt gegangen ist, aber wir konnten es dann, ja, den Debuff, der war nicht ganz so schlimm, weil wir da nicht so gekämpft haben und dann konnten wir seinen Headquarter zerstören im richtigen Moment. Genau. Boom. So, jetzt ist Entscheidungsrunde, ne? Wenn jetzt einer, wer jetzt gewinnt, gewinnt wahrscheinlich. Beide holen die Rhinos. Genau, ich hatte schon länger hier die Fortification geholt, dass es mehr aushält. Und wie gesagt, der Debuff kürzer ist. So, ich kann so ziemlich alles upgraden. Jetzt muss ich mich natürlich entscheiden, was ich mache. Ich habe mich... genau, ein paar Wespen hatte ich auch geholt letztes Mal schon. Oder ne, war es jetzt dieses Mal? Und habe dann noch hier das Energy Shield abgegeben. Dadurch müssen die Sniper immer zweimal drauf schießen, auf jede einzelne.
Genau, die Scharfschützen kriegen auch die Upgrades hier. Ist interessant, ich habe das mit den Upgrade All Button gemacht. Durch das Quick Deploy wird jedes einzeln wohl gesetzt. Genau, hier habe ich jetzt noch zwei Paar Westen dazu geholt. Und die knallen jetzt in. Also, mein Plan ist, dass die hier zum einen seine Sniper davon abhalten, meine Overlords und Vulcans abzuschießen. Und vor allem sollen die Westen nebenbei auch seine Westen abschießen, damit meine Sniper seine Overlords kaputt machen können. Genau, und hier Stormcaller sind natürlich immer stark. Man hätte vielleicht auch noch das Reichweiten-Upgrade irgendwann mal holen können. Und der eigentliche Clou, das habe ich jetzt völlig außer Acht gelassen, möchte ich euch jetzt gerade noch mal... Ja, Runde 8 müssen wir jetzt nicht noch mal angucken. So, jetzt sieht man von den Lebenspunkten her schon, es wird die letzte Runde. Wer jetzt gewinnt, beendet wahrscheinlich das Spiel, außer es wird sehr, sehr knapp. Wir haben beide die beiden Rhinos geholt. Ich stelle meine hier frontal auf. Ich mache mal Quick Deploy. Ich hole jetzt ein Mobile Beacon. Ja, könnt ihr hier für 100 holen an dem Turm. Der bewirkt... dass die Einheiten schneller laufen und halt, ja, ihr könnt die Richtung vorgeben. Ne? Und dann habe ich die beiden hier zum Turm geschickt. Ich hatte noch überlegt, irgendwie Crawler oder so vorne dran zu stellen als Ablenkung oder Fangs. Wäre vielleicht ganz gut gewesen tatsächlich. Aber hat, ja, seht ihr ja, wie es gleich klappen wird. Ich mache mal hier weiter. Dann grade ich hier mal alles ab in der Zwischenzeit. Genau, die ganzen Scharfschützen kriegen ein Upgrade und die Overlords, soweit ich mich richtig erinnere. Genau, die haben Mutterschiff, Reichweite, ne? Und die Wespen hole ich auch noch zwei Paar. Dann haben wir drei Stück mit dem Schild. Das heißt, jeder Sniper muss auf jede Wespe zweimal schießen, damit sie kaputt geht. Ne, ist natürlich sehr, sehr effektiv. Gleichzeitig töten unsere Wespen auch sehr, sehr gut die Wespen, die die gegnerischen Overlords spawnen. Und dann können unsere Scharfschützen besser ihre Ziele finden. Und ihr seht hier, die beiden haben schon ganz schön auf die Schnauze bekommen, während sie noch gespawnt sind, oder zumindest einer der beiden. Kommen aber ganz gut trotzdem noch durch, der eine zumindest, und haut das Ding halt mit einem Schlag kaputt. Alles sind gedebufft. Und damit ist die Sache dann auch schon ziemlich erledigt. Aber auch die Wespen haben ganze Arbeit geleistet. Zusammen mit den hochleveligen Overlord, Vulcans und Marksman. Einfach eine sehr, sehr schöne Runde. Fand ich sehr spannend. Und dann wollte ich euch nochmal kurz ein Update geben zu aktuellen... zur aktuellen Lage vom MMR. Die letzten paar Runden sind leider nicht so gut gelaufen, bis auf die eben. Und ich bin wieder ein bisschen runtergesunken. Also bin jetzt bei 1992 mit 1160 MMR. Aber ist nicht so schlimm. Ein Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne. Stück für Stück geht's weiter. Und beim nächsten Mal holen wir sicher wieder einen starken Sieg. Bis dahin, danke fürs Zusehen, tschüss.